So, dann, was machen wir als nächstes? Jetzt haben wir das ja eigentlich. Also eigentlich muss ich wirklich sagen, sieht zwar so aus, als hätte ich es einfach nur hingeschmissen, aber eigentlich passt's. Nur die Frage, jetzt könnte man hier noch erstellen. Naturboden. Da reinlaufen? Ja. Ich habe keine Ahnung, ob mir das gefällt oder nicht. Aber ist halt mal was anderes, ne? Naja, kann man machen. Nicht schön, aber selten. Oder so. So. Dann können natürlich die Tiere auch. Damit würde ich sagen, lassen wir das Gehege auch so. Soll ja wirklich nur eine Ruine hier sein. Frösche. Enten. Testrale. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Geht spazieren, habt Spaß. Euer neues Zuhause. Ein bisschen schicker eingerichtet, als wie es vorher war. Schön. Damit haben wir das dann auch fertig. Gefällt mir. I like it. Ja, kann man machen. So. Jetzt war meine Überlegung noch. Erstmal holen wir mal kurz noch 30 Mondsteine. So. Du kannst keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Ich möchte, dass der Baum da ist, damit ich genau gucken kann. So,
Hier haben wir die Steine gemacht. Eigentlich kann das auch so bleiben. Nehmen wir noch mit. Professor Haue nie. Den nehmen wir mit, weil hier sollte der nicht rein. Und dann wollten wir noch, was wollten wir noch reinpacken? Die hier. Wuppa. Das ist so für Vögel. Und das vogelähnliche Vieh. Mit dem großen Baum, da passen Vögel hin. Außerdem sieht es hier so luftig aus. So bergig, luftig. Genau. Hier, wie gesagt, dann Testrale und den ganzen Zeug. Hier hatten wir... Passt. Ruhig. Ich tu dir nichts. Das letzte Einhorn. So. Dann packen wir jetzt in unser Labyrinth die ganzen kleinen Viecher rein. Achso, haben wir ja schon die meisten drin. Vier sogar. Du kommst raus. Ich pass auf dich auf. Du. Haben wir noch einen anders aussehenden? Nö. Jetzt ist alles gut. So. Haben wir Männchen und Weibchen drin? Dann ist das für mich auch fertig, weil hier würde ich nichts anderes machen. Also ich würde auch keinen besonderen Boden oder so machen. Das würde hier einfach nicht hinpassen. Ich habe noch vergessen, Futtertrog und so. Wo habe ich jetzt überhaupt einen Futtertrog? Da habe ich einen, im Labyrinth habe ich einen. Habe ich hier einen drin? Ja. Aber am Strand habe ich noch keinen gemacht. Dann machen wir noch einen Futtertrog hin und dann kümmern wir uns mal kurz noch hier drum. Kurz. Machen wir hier hin. Ihr dürft endlich was futtern. Achso, kann ja gar nicht daran. Stimmt ja, da war ja was. Und jetzt seid ihr mal wieder überall im Weg. Ist ja auch doof. Passt nirgendwo so wirklich hin. Dadurch, dass die Mauern jetzt so ein Riesenfeld brauchen. Nicht schön, aber ihr habt was zum Futtern. Hättest vielleicht da hinten hinstellen müssen, dann würden sie vielleicht auch dahinter laufen. Egal, die trampeln mir nun in mein Miniaturdorf durch, so zusammen. Gut, dann sind wir jetzt hier. Was können wir bauen?
Hier waren ja bloß die Sachen. Da waren bloß die Sachen. Die Sachen haben wir auch schon. Für die Wand. Nö. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Nee, die Wände fasse ich nicht an. Das wäre jetzt. Nee. Teppiche. Der Reiter rechts nicht. Warum? Okay, kein Teppich. Dekoration. Ach du Kacke, was haben wir hier denn alles? Ein Drachenglobus. Arr. Der ist ja sexy. Der kommt hier hin. Mir auch egal, wenn das komisch aussieht, weil die Wände versperrt werden. Macht der Geräusche? Der macht bestimmt keine Geräusche, oder? Der macht Geräusche. Dum, 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 dum. Muss botanisch sein, weil wir sind in dem ganzen Stil aufgebaut. So. Schon wieder an. Die Kacke. Nein. Nein, 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 nein. Bleib doch so, wie du warst. Ja, bleib so, wie du warst. Das waren gerade Anschauungsmaterial, ändern. Habe ich noch gar nicht eingefärbt. Fällt mir gerade so auf. Dam, dam, da, da, dam, da. Da, 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 dam, dam. Du solltest dich nicht bewegen. Da, 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 da. Srot. Jetzt fällt es mir auch gerade auf, die neuen Wände. Ja, ist auch okay. Nein, Mann!
vergesse es mit der Farbe ändern immer. Ich hab's schon wieder vergessen. Mann. Es bleibt alles rot. Warum soll man die Wände einrichten? Hat doch überall automatisch schon was hingemacht. Ich finde das gut so. Das soll ruhig so bleiben. Dam, da, da, dam, da. Muss ich jetzt wirklich alles ändern? Nein, du nicht. Nein, doch nicht pink. Rot. Richtig pink gemacht? Nee, du bist rot. Okay. Sind die Wände erstmal wieder fast soweit? Fast soweit. Oh, schön. Schöne Wand. Die findet, sie soll stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Bin ich. Schön. Die Fenster mag ich. Wirklich sehr. So, das passt jetzt aber. Dahinter kann ich nichts mehr machen. Das wird aber nochmal rot. Alter, die haben jetzt so viele neue Räume hingepackt und die sind natürlich alle nicht in dem Stil, in dem ich es eigentlich haben wollte. Nö, bleibt so. Nicht in dem Stil und nicht in der Farbe. Da. Da, 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 da. Schön. Schön. Ist richtig. Du noch nicht. Da, 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 da. Das passt schon mal. Warum hatte ich den auf Gotisch? Hat das einen Grund?
komisch mit dem Licht da, aber... Boah, hell. Richtig hell. So, das war ja alles schon. Das Einzige, was sich geändert hat, sind die Wände. Und natürlich dementsprechend auch die Schränke. Schön, schön. Es wird hier schön. Da. So. Wie sah nochmal das Normale aus? Ach komm, wir machen jetzt alles auf das Normale. Ist doch viel freundlicher, wenn alles mit Pflanzen bedeckt ist. Und die Blätter hier so rumfliegen. Da. Botanisch. Botanisch. Decke ist auch botanisch. Der Boden ist noch nicht botanisch. Da. Bleibt alles eins. Ah. Schön. Schön. Oh, schon wieder Mondsteine. Auch schön. Juti, jetzt müssen wir natürlich schauen, wie machen wir das. Zwei mittelgroße, zwei große und drei kleine. Mal die Wände frei. Ja. Woran hat er sich gerade orientiert? Nee. Mach mal bitte mittig zur Wand hinten. So. Mann. Da. Hier ist natürlich jetzt ein bisschen schwer. Mittig zur Wand. Und so nah ran wie möglich.
machen wir doch ein bisschen anders. Weil wir es können. Schickimicki. So, da drüben machen wir dasselbe ungefähr. So, man sieht es ja auch ein bisschen ordentlicher aus. Dann machen wir die großen in der Mitte nach hinten. Soweit links und soweit rechts, wie es geht. Mach dahin, wo er... So, was macht der Teppich hier noch? Weg, der war auch noch nicht mal mittig. Hast du dazwischen? Nee, ja. So, so, mittig, so, nein, so. Dam, dam, da, da, dam, da. So. Alles mal ein bisschen so nach hinten platziert. Jetzt haben wir hier ganz viel Platz in der Mitte. So wie dort. Auch ganz viel Platz in der Mitte. Aber auch noch ein bisschen an der Seite. Der ist rot, ja. Die sind alle rot. Dann weiter. Weiter im Programm. Eine botanische Standuhr.
Mechanische Standuhr. In Rot. Mann, die Tränke interessieren mich gerade null. Nein. Kunstwerke sind auch nur für die Wand, wa? Ja. Dekoration der Saison. Weihnachtsbaum hätte ich gerne gehabt. Kürbislaternen. Wie sieht die aus? Ja, nee, die brauche ich nicht hier drin. Statuen. Uiuiuiui. Grabhorn. Grabhorn-Statue. Nice. Ich stelle sie erstmal hin. Was haben wir noch? Testral. Phönix. Okay. Kniese. Greif. Dum, dum, dum. Nee, geht nicht, okay. Ein Grabhorn in Originalgröße. Stimmt. Das wäre die Originalgröße, wenn man auf groß macht. Verstehe. So, das ist eigentlich in Ordnung hier, weil ich gehe ja eh hier hinten durch, wenn ich dann sammeln will. Ja, hat was. Der Greif gefällt mir noch nicht so. Zeig mal, was haben wir noch? Knuddelmuff. Ich packe einfach mal alles hier hin. Was ist denn jetzt los hier? Kniesel! Mit seinen ganzen Wertgegenständen. Ein Jobbernoll. Ich mach gerade alles auf groß, ja. Testrale. Lila Schildkröten. Das Vieh. Kniesel. So.
Mann, hör auf, den Boden immer anzuvisieren. Den interessiert kein Mensch. Ihn so rum nicht haben, wie ich ihn haben will. Doch, kann ich. Auf der anderen Seite. Aber da brauche ich ihn wahrscheinlich wieder andersrum, wa? Na, muss ich mal gucken. Pack mal kurz hier hin. Du, geh mal rüber. Wieder das Problem, dass ich es nicht ranschieben kann. Wird es eigentlich am liebsten perfekt auf dem Kreis haben. Ja, oder ganz weg. Genau so wollte ich es. Nee, geht auch nicht. Na, hier geht's ja sowieso nicht. Ist ja Schwachsinn, sich darauf zu konzentrieren. Ich würde mich aber gerne nach irgendwas richten. Wonach richten wir uns denn? Gleich an der oberen Kante von diesem Halbkreis, den es hier nicht gibt. Warum nicht? Ach doch. Ja. Geht auch wieder nicht so rum, wie ich hätte. Protego! Schon wieder der Scheißboden. Sollte okay sein. Die Schilder sind in die Richtung. Da ist es an der Seite. Unser Phönix braucht eigentlich einen besonderen Platz. Da, 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 da.
macht der sich hier schon wieder richtet? Na, packen wir dich mal dahin. Dam, da, da, dam, da. Ich will jetzt aber nicht die Ente dahin packen. Kniesel. Kniesel, 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 Knie. Da ein Kniesel und da das Vieh. So ungefähr. War ja bei Kniesel auch da drüben. Ja. Froggies. Da wieder nicht, wa? Nein, passt da nicht. Da, 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 da. Warum geht es hier und drüben nicht? Dum, 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 dum. Da, dum, 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 dum. Unser kleines Museum. Das sind aber jetzt trotzdem nur Dekos, wa? Dekorationen. Geschnitzter Bücherstand. Ein Podium. Nein, das muss auf Normalgröße bleiben. Sonst passt das irgendwie nicht so. Im Nomen et Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amen. So. Hätte ich die Farbe ändern können, wa? Bestimmt.